Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal eine neue Version vom GIFcast of Friends Glitch zeigen. Ja, mittlerweile sind wir wieder beim LSK-Meet angekommen. Ja, Rockstar Games ist die Glitch in die GIFcast of Friends Glitch in dieser Zeit, das ist echt unglaublich. Ja, was braucht ihr für den Glitch? Auf jeden Fall braucht ihr schon mal einen Freund, der sich in einer Einladungssitzung befindet und in einem Job für einen Titan drin ist. Ebenso müsst ihr euch schon mal irgendein Auto anfordern, welches, das ist völlig egal. Und dazu braucht ihr dann halt noch eine Arena-Werkstatt oder die B1 oder B2-Garage und da muss auch sich mindestens ein Auto drin befinden. Welches Auto ist auch wirklich völlig egal. Und ja, wenn ihr jetzt keinen Freund habt, den ihr beitreten könnt, dann könnt ihr auch gerne hier meinem Kollegen einfach folgen. Ja, er ist eigentlich 24/7 in einer Einladungssitzung und in einem Job für einen Titan drin. So, wenn ihr dann soweit so alles vorbereitet habt, dann können wir eigentlich auch schon direkt losstarten. Dann ja, begebt euch einfach in euer Auto, setzt euch einfach in euer Auto. Und ja, wenn ihr dann soweit alles vorbereitet habt, dann können wir eigentlich auch schon direkt losstarten. Ja, setzt euch einfach in euer Auto rein und fahrt ins LSK-Meet rein. So, im LSK-Meet angekommen, dann. So, ich habe auch noch ganz vergessen zu sagen, ihr müsst es so einstellen, dass ihr die Markierung alle auf der Map seht. Das bekommt ihr, indem ihr einfach in Installationsmenü geht, Markierung ausblenden auf Jobs und dann alle auf eigene stellt. Wenn ihr das gemacht habt, einfach ins Auto einsteigen, dann drücken wir einmal auf Viereck und dann drücken wir auf X und einmal nochmal auf X, um mit anderen Spielern auf die Teststrecke zu fahren. So sind wir dann auf der Teststrecke angekommen. Dann seht ihr, wenn wir jetzt Dreieck gedrückt lassen, dass sich unten rechts ein Ladebalken füllt. Das ist auf jeden Fall perfekt. Als nächstes müssen wir einfach nur Options gedrückt lassen. Wir lassen Options gedrückt, halten dann Dreieck gedrückt und kurz bevor der Balken voll ist, einfach Options loslassen. Und dann seht ihr, ihr bekommt genauso einen Hintergrund wie bei mir jetzt der Fall. Auch mit dem LSK-Meet, das ist auf jeden Fall perfekt. Als nächstes einfach nur auf die Map gehen und irgendeinen Job in der Nähe vom LSK-Meet starten. Dann werdet ihr auch nochmal kurz einen blinkenden Hintergrund bekommen. So, und ihr seht, dass wir dann unsichtbar auf dem Dach gespawnt sind. Als nächstes kommt der Freund ins Spiel, dem wir jetzt einfach beitreten. Alle Meldungen, die jetzt kommen, müssen wir einfach annehmen mit X. Perfekt. Und dann sind wir jetzt entfreezed und können uns wieder bewegen. Ja, als nächstes schnappt euch dann irgendeine NPC-Karre und begibt euch dann zur Arena. So seid ihr dann an der Arena angekommen, müsst ihr einfach ein Auto aus irgendeiner Arena-Garage anfordern. Entweder aus der Werkstatt, B1 oder B2-Garage, das ist völlig egal. Ja, ich in meinem Fall nehme einfach jetzt ein Auto aus der Arena-Werkstatt. Und ja, ihr müsst euch nur merken, aus welcher Ebene ihr das Auto ja angefordert habt. So, dann warten wir einmal, bis das Auto ankommt. Ist das Auto angekommen, einfach einsteigen. Und dann fahren wir jetzt mit diesem Auto einfach in die Garage rein, wo wir es gerade her angefordert haben. So, und wenn wir dann jetzt reinfahren und mit X bestätigen, werden wir merken, dass wir einen flackernden Hintergrund bekommen. Ist auf jeden Fall perfekt. Einfach auf Dreieck drücken, um auszusteigen. Dann werdet ihr wieder auf der Straße spawnen. Als nächstes Interaktionsmenü öffnen, Inventar und nur den RC Bandito oder den ferngesteuerten Panzer einmal anfordern. So, dann können wir den direkt wieder verlassen. Und dann werden wir jetzt blinkend spawnen und das heißt, jetzt sind wir auf jeden Fall verglitscht. Das heißt, wenn ihr blinkend spawnt, seid ihr auf jeden Fall verglitscht und könnt dann jetzt wie gewohnt am Nullpunkt den GIFcast of Friends Glitch vollziehen. Und ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.